Noch einmal die ganz große Bühne für den Allergrößten. Der FC Bayern verabschiedet seinen Kaiser Franz Beckenbauer in einer ganz besonderen Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena. Und sie alle kamen, um Deutschlands herausragendsten Fußballer aller Zeiten die letzte Ehre zu erweisen. Seine ehemaligen Mitspieler Uli Hoeneß und Paul Breitner, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, viele weitere frühere Weggefährten und Freunde aus Sport und Politik und natürlich die aktuelle Profimannschaft des deutschen Rekordmeisters. Ein emotionaler Tag für die gesamte Fußballwelt, vor allem aber für den FC Bayern, den Club, den Beckenbauer prägte wie kein anderer. Dieser Verein ist mit Franz Beckenbauer groß geworden. Wir alle sind gemeinsam gewachsen. Er wurde dabei immer größer. Die Welt hat zu ihm aufgeschaut. Aber er hat nie auf die Menschen herabgeschaut. Franz, du warst immer einer von uns. Einer für alle. Mir sein Franz. Er wird uns fehlen. Franz Beckenbauers Leben einzigartig. Als Spieler und als Trainer gewinnt er die größten Titel für den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft. Mit seiner Art aber gewinnt er die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt. Franz war ein Freund für jeden. Aus seinem Herzen heraus. Das hat ihn neben seinem Fußball zu dieser einzigartigen Persönlichkeit gemacht. Nach einem Film über die beeindruckende Karriere Franz Beckenbauers erheben sich die 30.000, klatschen minutenlang Beifall. Einer der bewegendsten Momente der Trauerfeier für seine Frau Heidi, aber auch für Pierre Littbarski, 1990 Weltmeister unter dem Trainer Franz Beckenbauer. Dann spricht Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern, einer der längsten Wegbegleiter des Kaisers. Er war immer ein Mensch, der bescheiden war. Der nie den großen Max herausgespielt hat, der für uns Mitspieler immer Hilfe gestellt hat. Jetzt bist du 12 Tage tot. Und um ehrlich zu sein, du fehlst mir sehr.